Einen wunderschönen guten Morgen hier in Peder-Wanne-Sihl am Hafen 4 vor unserem Nationalparkhaus und Museum im ehemaligen Zollgebäude hier in Peder-Wanne-Sihl. Mein Name ist Annika Martens. Ich bin seit Jahrzehnten Nationalparkführer und arbeite hier zwischendurch zu Hause. Ich freue mich auf Ihren Besuch und nehme Sie gerne mit auf eine kleine Rundreise. Was lernen wir denn? Sie lernen, was Sie lernen? Ja. Ah, so allerhand über die Region Budjadingen und natürlich über das Weltnaturerbe Wattenmeer, was ja direkt hier vor unserer Haustür liegt ja. Und seit 2004 von der UNESCO zertifiziert wurde. Also ich denke, es ist eine spannende Reise. Okay, vielen Dank. Dann wollen wir doch mal losgehen. Dann wollen wir mal losgehen. Und ich nehme mal eben meinen kleinen Zeigefinger. Wir sind ja hier, genau an dieser Stelle. Hier ist der Lambader Boden und hier ist Peder-Wanne-Sihl. Ja. Was macht denn die Region aus für Sie? Für mich? Die Region, wo ich hier nun mein Leben lang lebe und gerne lebe, ja, macht man ärgert man sich auch. So nicht. Man muss es sagen, es ist nicht immer alles eitel Sonnenschein natürlich. Aber ich liebe den Deich, ja, ich liebe die Weite, das grüne Land und das Meer natürlich. Ja. Ja. Schön. Kann man zu Hause. Kann man wieder frei atmen. Ja, ja. Ja. Aber ich liebe es, diesen weiten Blick. Ja. Und man kann so viel hineinlegen in diese Landschaft. Und mich interessiert natürlich die Geschichte von eh her. Ja. Und Natur und Geschichte, das ist so meins. Ja. Was eben das auch ausmacht, dass ich Gästeführer geworden bin. Ja. 94. Ja. Ja, auch schon lange. Ja, ne? Aber man muss sich auch immer fortbilden. Ja. Das heißt, jedes Jahr und alle zwei Jahre müssen Seminare besucht werden, ne? Wenn man seinen Titel behalten will. Aber lernt man da eher was über die Region oder eher über die Art, wie man präsentiert oder was die Menschen... Beides. Okay. Beides. Es sind Referentner, einmal über die Rhetorik, ja, und dann natürlich die Fachseminare, ja, ob es die Kirchen sind, zum Beispiel die Lambader Kirche, das ist so mein Favorit. Ja. Aber ich habe auch schon in Tossens und Eckwald-Kirchenführung gemacht. Aber Langwaden ist nun mal, ich sage mal, der Dom von Budjadingen. Jetzt habe ich nicht gesagt, das hat Oberkirchenrätin Lenk gesagt. Also die Kirche ist so spannend, also das ist wirklich wahr. Die Geschichte oder die Architektur? Die Architektur einmal schon, ja, aber die Geschichte dieses Ortes, der ja mal ein Handelsort war, ja, Langwaden, bevor Peder-Wanne-Sihl dann, ich sag mal, Handel und Wandel übernommen hat, in dem das Segelgleich. Ja. Aber Langwaden war im Mittelalter einfach ein großer Handelsort. Okay. Ja. Und da kamen die Kaufleute aus Münster und Osnabrück. Man muss sich das mal vorstellen. Ja. Ne? Und von See her wurde dann eben die Ware auch umgeschlagen. Ja. 6000 vor Christus, noch nichts zu sehen von uns hier. Ne? 3000 vor Christus. Ich muss mal gerne sehen, sonst bin ich das so. Ja. Auch nichts. Um Christi Geburt hat es dann hier schon mal so ausgesehen, wenn ich den wegnehme. So. Ja. Und Sie sehen die dunklen Punkte da. Und dann können wir sagen, oh ja, hier zum Beispiel Eckwagen, ne? Und dann hier die kleinen Bauernschaften. Ich kann die nicht alle aufzählen. Ja. Das ist die Zeit ja nicht da. Die Frage ist auch, hatten die damals schon die Namen? Ja, zum Beispiel Langwaden, Tossens. Ja. Eckwarder, ja. Ja. Langwarden, Longoworte zum Beispiel, ganz alte Name, die waren ja schon da um Christi Geburt. So, 800 nach Christus. Langwaden war der Handelsort schon. Ja. Und im 11., na, er fing an und im 11. und 12. Jahrhundert war der Ort so reich, dass er zwei Kirchen hatte. Zwei. Zwei. Eine steht nur noch. Ja. Eine war im Westend, die ist ja abgebrochen worden im 15. und 16. Jahrhundert. Und diese Kirche, die St. Laurentius, war keine Gemeindekirche, sondern die Kaufleute hatten ihre eigene Kirche gebaut. Okay. So viel Geld wurde da verdient durch Handel. Dann habe ich noch eine große Sturmflut, woher wir auch unseren Namen haben, die Marcellusflut. Und ich habe da noch ein paar andere Sturmfluten, die 1717 zum Beispiel, die Weihnachtsflut dabei. Aber hier gravierend, dass Budjadingen eine Insel wurde. Ah. Und hier das Stadtland ebenfalls eine Insel, halt mit Rodenkirchen. Und der mittlere Kern mit dem Moor und so weiter blieb
Das war auch inselpraktisch. Aber man sieht, wie weit der Jadebusen ausgeräumt wurde. Ja. Das war ja nicht die einzige Sturmflut. Ja. Es gibt so eine Sturmfluttafel. Das ist Wahnsinn, was die Menschen hier mitmachen müssen. Ja. Und daher kommt auch der Name so, Buten der Jade gelegen. Hier ist ja die Jade. Ja. Und wir lagen außerhalb. Okay. Buten. Du legst so stolz, so smuck und rieb, nur an der Vorderkante. Den wilden Ring, das ist die Dieb, den klebt der grüne Land. Kein Bäderblatt gibt unan Heeren, Ruhm, Jolland, du schaffst Leben. Und übersetzt heißt das? Das kenn ich, ne? Machen Sie mal. Du liegst so stolz, so schmuck und reich, da an der Wasserkante, also am Wasser. Ja. Dein goldener Ring, das ist der Deich, dein Kleid, das grüne Land. Kein besseres Land ist unterm Himmel. Hat Bojadin praktisch, Hurro, also Hurra, Bojadin, du sollst leben. Und dann verabschiede ich die Gruppe mit besten Wünschen für ihre Urlaubszeit und auf ein Wiedersehen. Ja. Und dann mache ich dieses an. Die Nordsee, manchmal sturmgepeitscht, manchmal.